Oh. Wir hatten einen schweren Hagel. Bei uns hier zum Glück nicht, aber nicht weit von uns. Beim Garten-Gysi, den hat es einen Garten zusammengehauen. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob ich ihm ein bisschen was Gutes tun kann und Pflänzchen besorgen. Läuft. Nicht schlimm. Ja, mich hat es hier zum Glück nicht erwischt mit dem Hagel. Und für den Gysi, ich habe leider keine Pflanzen mehr da. Alles, was ich hatte, ist im Garten oder schon verschenkt. Deswegen fahre ich jetzt Gärtnerei. Mal schauen wir mal, was es so gibt für den Gysi. Jetzt einen Staubsaugroboter. Warum? Alle haben einen. Wir nicht. Warum? Soll auch so bleiben. Weil ich es ganz fürchterlich finde. Das will ich nicht. Ich will auch kein Rasenmäherroboter. Das nee. Ist dann ein Ehemannroboter. Ja. Ja, nee, auch nicht. Nee, finde ich sehr gruselig, diese Dinger. Was ist ein Ehemannroboter? Weiß ich, der läuft auch den ganzen Tag so rum. Ein U-Bot. Macht Sachen, die du sonst machst. Was mache ich denn? Filmen, Gartenarbeit. Der kochen. Hat bestimmt integrierte Kameras. Ja. Kochen. Auch da, ja. Ja. Was kann er noch alles? Ich weiß, ich habe noch nicht bestellt. Hat der vielleicht Funktionen, die ich nicht habe? Das weiß ich noch nicht. Möglich wäre es. Zum Beispiel? Das ist halt ein upgegradetes Modell. Gibt es da so Chip-Tuning? Falls ihr die Serie Real Humans kennt oder nicht kennt, sucht mal danach. Eine tolle Serie. Schwedisch. Eine schwedische Serie? Ja, super. Hat mir sehr gut gefallen. Erzählt von dem Videoschnittprogramm bei mir. Gab es ein Update? Ja, auf eine neue Version. Nachdem nichts mehr funktioniert hat. Boah, nichts geht mehr. Es ist unglaublich. Jetzt? Videoschnitthersteller Magix, Video Pro X, neues Update, großes Update. Und man zahlt da jedes Jahr Update-Gebühren. Sonst kriegt man keine Updates. Also alles kostenpflichtig. Großes Update rausgebracht und es hat nichts mehr funktioniert. Abstürze ohne Ende und alle Funktionen, die sie reingebracht haben, nichts funktioniert. Echt ärgerlich. Also es liegt am Softwarehersteller. Es liegt am Softwarehersteller. System, und oder? Die Magix nutzt seine Kunden als Beta-Tester. Es ist bei dem im Support-Forum, da geht es gerade ab, das ist unglaublich. Und ich habe mich so geärgert, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe ja mein Drucker-Channel-Magazin verkauft, habe ein bisschen Geld bekommen. Ich kaufe mir jetzt ein Apple Macintosh, ein Mac Mini mit M1-Chip und der Software, der Schneidesoftware Final Cut. Und ich hoffe sehr, dass es damit besser wird. Also, Apple ist perfekt, das weiß ich. Deswegen sind die auch so wahnsinnig teuer. Aber das leiste ich mir jetzt einfach mal. Schließlich mache ich das hauptberuflich. Ich hoffe, ich habe dein Okay. Klar. Du bist ja nicht verrückt, dich auf eine neue Software umzustellen. Ich würde ja wahnsinnig werden. Klar, das ist aber einmalig, bis man das mal wieder hat. Ich wollte auch mal DaVinci Resolve, kennen vielleicht einige von euch, auf DaVinci Resolve umstellen. Eine kostenfreie Profi-Software. Die leben vom Verkauf von Hardware und verkaufen und verschenken da die Videoschnittsoftware. Bin ich aber überhaupt nicht warm geworden mit, bin überhaupt nicht reingekommen und ich habe mich auch zu wenig angestrengt, muss ich gestehen. Deswegen will ich jetzt aber auf Mac umstellen. Wer von euch arbeitet mit Mac? Wer hat Erfahrungen? Wer kann mir vielleicht Tipps geben, mir ein bisschen Hinweise? Wer arbeitet vielleicht sogar mit Final Cut Pro? Gerne mal in die Kommentare.
ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen müssen. So, jetzt aber weiter Richtung Gärtnerei. Einzige Pflanze, die Schnecken nicht mögen. Löwenmäulchen. Gysi braucht Einlegegurken. Mal schauen, was es hier gibt. Hey Gysi, grüß dich. Du, ich bin gerade in der Gärtnerei. Jetzt wollte ich fragen, was bräuchtest du denn noch außer Einlegegurken? Gut, dann schaue ich mal. Ich hoffe, dass ich was finde. Wenn ich es nicht finde, bräuchtest du zum Beispiel Fenchel oder Lauch. Fenchel geht doch auch schnell kaputt. Bis später. Alles klar. Ciao. Also, er braucht Einlegegurken. Hast du schon gesehen? Ja. Wieder mehr gekauft, als wir brauchen. Zuerst anschnallen, dann fahren. Fahren wir noch kurz zum Gysi, hast du da Zeit? Oder magst du dich nach Hause bringen? Ich muss um 3:45 zu Hause sein. Und das schaffst du. Locker. Rechts. Rechts, ein bisschen rechts. Das ist unglaublich. Achtung, Auto kommt. Nee. So, jetzt haben wir aber rechts. Du hast gesagt, da wo der Daumen links ist. Ich bin ja hergelockt worden, weil du mich zum Essen einladen wolltest oder du irgendwas falsch verstanden hast. Schau, genau deswegen wollte ich nach links abbiegen, zu der Bäckerei. Ah. Das jetzt. Ja. Die hatte ich nämlich tatsächlich im Kopf. So, auf geht's zum Gysi. Schauen wir mal, ob er daheim ist. Kann man ihn überraschen. Ach, so, jetzt sind wir da. Grüß dich. Wo ist Gysi? Da oben, auf dem Dach. Ah, ja, Silikon macht's schon dicht. Warte, komm runter. Ah, ihr seid ein Team. Schau. Oh. Ah, ja, da sieht man's schon. Ja. Ah, scheiße. Und so sieht wahrscheinlich der ganze Garten aus, oder? Hier sieht's grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Hi. Ab, zack. Ja, ja, man sieht's. Ah, scheiße. Ihr hattet's ja auch voll erwischt. Ja. Fuck. Sieht aus wie bei dir damals. Oh. Oh. Ja, schaut euch das an. Oh, das tut weh. Mei, sind die so schwer. Das waren solche Ausschüsse. So ein, das hat so toll ausgeschaut. Dabei war das noch ein bisschen geschützt. Gysi, Gysis Mama. Ja. Das waren halt alles, das war also Blumenmeer, gell? Das ist kein Blumenmeer mehr. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was nachwächst, ja. Weißt. Was funktioniert hat, war der Sonnenschirm. Super, ah ja. Einfach so geschützt mit Sonnenschirm. Drunter der Mangold, gut. Die Ackerbohnen. Aha. Die wären es eigentlich gewesen. Aber jetzt fangen sie das Gammeln an, weil sie die Stellen haben. Da hat es drauf gehagelt, ja. Genau. Ja. Ach, schade. Innen drin. Siehst du es? Oh je. Ja. Meine Einlegegurken. Ach, von ist nichts mehr übrig. Ah, das ist traurig. Alles, was gehalten hat. Schau mal da hinten. Ja, sag mal. Hast du das alles dahergekarrt oder Nein. ist das vom Dach runtergekommen hier? Es kam wie Tsunami-Wellen. Ja, brutal. Kam das, weil es da die Dachrinne alles nur verschluckt hat, oh. Kam das Zeug so rüber. Das war am Dienstag, heute ist Donnerstag. Kannst du mir bitte einen Drink machen? Ja, von mir aus. Mit echtem Gletschereis. Komm, Gysi. Oh je.
Das ist doch Hammer, oder? Bis dann, bis dann. Oh, brutal. Okay. Komm mal mit zum Auto. Kannst du die Schubkarre mitnehmen? So viel ist es nicht, aber müssen wir noch einmal laufen. Es tut mir so leid, den Gurken. Ich hätte dir gerne Einlegegurken mitgebracht, aber nein, ist doch immerhin super. Schlangengurke. Ja. Ja, super, das freut mich. Mir ist eh gut gegangen, es war große Hilfsbereitschaft war da. Hast du schon ein paar Pflänzchen bekommen? Der Nils hat mal, und die sind heile angekommen, 4 auch keine Einlegegurken, aber andere, die hat er so gut verpackt, die sind angekommen. Ja. Gerade eben, habe ich gerade eben ausgepackt. Cool. Die Andrea, weißt du, deine Nachbarin, mhm. Vogel- und Viehzeug, Atelier Indigo Art, die hat mir auch Kürbisse besorgt, weil Kürbisse habe ich auch keine mehr, die sind alle kaputt. Ja, Kürbis hätte ich dir mitbringen können. Die habe ich ja von der Andrea. Hast du, okay, ja. Gut. Und Daniels Gartenkanal hat auch noch Kürbisse auf dem Weg geschickt. Ja, stark. Ja, okay. Einer hat mal Palette Bier gesponsert. Super, okay. Auf PayPal habe ich ein bisschen Geld gekriegt, damit ich mir was kaufen kann. Ja. Nein, war super. Also, ja. Toll. Das ist doch geil, die Hilfsbereitschaft. Ne? Es gibt zwar auch, sage ich jetzt nicht, es gibt zwar Kanäle, die machen das professionell. Mir wurde damals auch so viel geholfen. Ich glaube, du warst einer der Ersten, die da waren. Ja. Und es ist meine Pflicht, beim Gysi vorbeizukommen. Und ein kleines bisschen. So haben wir uns ja damals kennengelernt. Stimmt. Da war ein Bekannter von dir, der hat überall eingesammelt und ich habe was mitgegeben und du hast als Dankeschön gesagt, komm mal vorbei. Ja. Da haben wir uns kennengelernt. Da warst du noch kein YouTuber, ne? Nein, das kam erst ein halbes Jahr später. Da hast du auch Bock gekriegt, hast du Blut geleckt. Nein, da wusste ich das noch gar nicht, dass ich das mache. Lustig. Ja. Aber ist doch cool. Anders, Garten-Gysi, wer ihn nicht kennt, cooler Kanal. Bitte reinschauen, bitte abonnieren. Schau mal, das ist die absolute Oberkatastrophe. So sieht mein ganzes Dach aus. Komplett. Scheiße. Das ist komplett. Ja, mit dem MG drauf. Hm? Ja. Und aber auf der ganzen Fläche, die Seite ist noch die bessere. Drüber gehört zu mir. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber zumindest im Gewächshaus alle Pflanzen geschützt. Und alle Pflanzen heile hier drin. Schaut her. Von innen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Ja, klar. Sieht man es richtig. Da drüben da noch viel schlimmer. Das zieht sich durch. Ja. Oh je, oh je, oh je. Also das muss ich austauschen, da hilft alles nichts. Als bei mir der brutale Hagel war 2019, alles kaputt gewesen, aber im Gewächshaus, die Pflanzen haben es überlebt. Ja. Also von dem her ein Gewächshaus schon super, eine super Versicherung. Ja. Wirklich ernsthaft überlegen, Punktfundamente zum Setzen, ja. Große Pfeiler rein zum Betonieren, Stahlseile zum Spannen und die komplette Schattierung und Hagelschutz über den ganzen Garten drüber zu machen. Wie es die Profi-Obstbauern machen, die haben auch Hagelschutznetze. Ja. Weil wenn Hagel kommt, dann alles kaputt. Also ich gehe davon aus, dass das öfters passiert. Das war jetzt ja insgesamt das 7. Hagel dieses Jahr bei mir. Die letzten 3 waren halt fatal. Oh je, yeah, yeah. Oh, und die Bohnen. Ja. Und ein bisschen Salat mit mir. Das ist, glaube ich, noch gut. Oh, ist das traurig. Ja? Ja. Das tut richtig weh. Oh, sie sehen schlimm aus, aber weißt du, was ich glaube? Kartoffeln kommen wieder. Ich glaube auch, dass das noch klappen könnte. Das ist jetzt natürlich ein Rückschlag. Ja. Aber es stockt sich halt jetzt brutal im Wachstum. Ja, genau. Die Ernte wird halt einfach geringer werden. So gehe ich davon aus. Also geringer und später. Es dauert ein bisschen. Ja. Richtig geil. Erinnert mich an Hair. Sogar der Kratzer kriegt. Schau das mal an. Reiner Durchschuss. Gysi, drück dir die Daumen, dass was wird. Wer ist fürs Vorbeikommen? Gerne. Bis bald. Mich freut. Garten-YouTuber treffen, gell? Ich bin dabei. Sehr schön. Logisch. Anfang August. Ja, das sieht's. Ciao. Ciao. Erst anschnallen. Dann fahren. Haben mir die Zuschauer so beigebracht. Vorher noch? Küssen. Ja. Links. Links. Nicht da rechts, sondern die nächste rechts. Um die Kirche rum. Ja, den Gysi, den hat es schon schwer erwischt, ne? Pflänzchen kaputt, alles. Ja, ist frustrierend. Man so viel Liebe reingesteckt hat und dann ist alles platt. Nicht schön. Zumindest sind noch grüne Blätter dran im Vergleich zu bei uns vor 2 Jahren. Da war ja nichts mehr Grünes. Ja, und die Obstbäume kaputtgeschlagen, ne? So brutal war das. Ja, aber da war es jetzt auch schon schlimm. Ja. Und für heute Nachmittag ist wieder Unwetter angesagt übrigens. Bei uns? Ja. Oh. Also, muss ich die Pflanzen nochmal schützen? Ja, okay. Mach das mal. Es zieht sich auch schon zusammen. Mhm. Hier riecht es wieder nach toter Krähe. Auf.
auf ewig in meine Netzhaut eingebrannt. Mit Geruch natürlich. Also das ist eins. Erzähl mal die Geschichte. Vor 15 Jahren bin ich mit Florian im Auto, in seinem Auto gefahren und es hat unglaublich nach totem Tier gerochen. Nach Verwesung. Wir haben es aber nicht rausgefunden, was es ist, und irgendwann hat er dann angehalten in München irgendwo, macht die Motorhaube auf, ich blieb im Auto sitzen und die Motorhaube klappt wieder zu und der Florian steht da mit einem halbtoten Rabenvogel. Ganz tot, verwest. Ja, ganz tot, richtig. Der irgendwie sich im Motorraum verheddert hatte. Ich glaube, ein Marder hat ihn da reingetragen. Und da abgelegt. Wie soll der da sonst reinkommen? Pfui Teufel. Das hat gestunken. Oh je. So ein Hagel wünscht man wirklich niemandem. Gysi, ich drück dir beide Daumen, dass deine Pflänzchen wieder anwachsen, dass es weitergeht. Bitte nicht verzagen. Wie sieht's eigentlich bei euch zu Hause aus? Seid ihr auch betroffen gewesen von einem Hagel oder vom Starkregen oder Sturm wie bei mir hier? Ich hatte ja zum Glück im Unglück, also kein Hagel, nur Sturm und Starkregen. Und schreibt mir doch bitte mal rein, wie es bei euch ergangen ist. Ich hoffe ja, ihr verliert nicht die Lust, wenn euch sowas passiert. Bleibt einfach dran. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wenn ja, quittiert's mir gerne mit dem Daumen rauf. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, denn nur dann verpasst ihr nichts. Nur dann kriegt ihr weiterhin Benachrichtigungen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Selbstversorger Rigotti.